Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die allgemeine Relativitätstheorie ist die größte Errungenschaft der modernen theoretischen Physik. In den letzten 100 Jahren wurden durch zahlreiche Experimente ihre theoretischen Aussagen empirisch bestätigt. Gravitationswellen sind signifikanter Teil der allgemeinen Relativitätstheorien. Es wurde ja schon einiges gesagt von Herrn Dr. Hartmann, ne, wie wichtig das ist und dass diese Erkenntnisse auch relativ jung sind, 2015 erfolgreich gemessen, die Gravitationswellen, und nachgewiesen worden. Nobelpreis und zusammengefasst Meilenstein natürlich der Astrophysik. Das will ich jetzt gar nicht alles wiederholen. Umso mehr freuen wir uns, dass auch in Deutschland der Forschungsdrang zur Beobachtung von Gravitationswellen vorhanden ist und wir uns beteiligen wollen. Das Einstein-Teleskop, passend genannt nach dem weltweit bekanntesten Physiker, könnte hierzu ein Prestigeobjekt werden, welches ebenfalls das Potenzial aufweist, weltweit Anerkennung finden zu können. Dass der Landtag sich hierzu im Jahre 2020 für eine Unterstützung dieses Projektes ausgesprochen hat, begrüßen wir ebenfalls. In Ihrem jetzt vorliegenden Antrag sprechen Sie selbst davon, dass dieses Projekt langfristig die Spitzenforschung in Deutschland und Europa unterstützen und vorantreiben wird. Als Standorte für das Einstein-Teleskop kommen hierbei Sardinien für Italien, Limburg in den Niederlanden mit Unterstützung vor allem aus Belgien und Nordrhein-Westfalen in Betracht. Ebenfalls wird die Lausitz in Sachsen als weiterer Standort gehandelt. Und hier liegt genau der Punkt, weshalb wir den Antrag nicht zustimmen können. Als AfD ist uns es ein Anliegen, den Forschungsstandort Deutschland zu stärken, unabhängig von Loyalitäten zu einzelnen Bundesländern. Denn letztendlich würde das Einstein-Teleskop in Limburg erbaut werden, sodass Nordrhein-Westfalen zwar Unterstützung bei diesem Projekt leisten kann, erster Nutznießer bliebe jedoch die Niederlande. Das ist für uns AfD nicht ausreichend genug, um dies als Förderung der Spitzenforschung in Deutschland und Nordrhein-Westfalen zu betiteln. Auch die Koordinierung zwischen drei und mehreren Forschungspartnern ist immer zusätzliche Belastung. Dies erkennt man schon an Ihren Forderungen, dass Gespräche mit der Bundesregierung, der niederländischen Provinzregierung, der EU und letztendlich auch mit der Einstein Telescope Scientific Collaboration aufgenommen werden sollen. Viele Eventualitäten, die es noch zu klären gibt, und wie so häufig, viele Köche verderben den Brei. Deshalb sprechen wir uns auch eindeutig für die Lausitz als Forschungsstandort aus. Wir bedauern zwar, dass dieses Projekt nicht in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden soll, aber dieser Wunsch fehlt ebenfalls im Antrag. Und noch ein Hinweis: Gestern besprachen wir ja die Energienot in Nordrhein-Westfalen. Da wurde hier im Plenum nochmal die Wichtigkeit des Forschungsstandortes Deutschland debattiert. Abschließend möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Antrag der FDP vollkommen unglaubwürdig ist, während versucht wird, das NRW-Parlament von der Notwendigkeit eines Einstein-Teleskops in den Niederlanden zu überzeugen, möchte die FDP-Bundesforschungsministerin überhaupt kein Geld für ein solches Projekt ausgeben. Forschung und Physik ist der FDP in der Ampel dann wohl doch nicht so wichtig. Hier sollte man sich aus unserer Sicht erstmal ehrlich machen. Vielen Dank.